Ist da eigentlich auch so ein Power-Up, also dass es schneller geht, dass der zum Beispiel der Redstone Furnace noch schneller geht? Ich weiß es nicht, muss man nachschauen. Hast du den jetzt gerade ausgemacht? Was? Den habe ich ausgemacht. Den Furnace. Ne, wieso? Ich habe gerade die Signal Required auf High gemacht, dann geht der nicht mehr. Ja. Komm, dann Paddy, glaub, nächstes Mal gehen wir ein bisschen Strip Mine. Okay. Oder? Gibt ein Advanced Thermal Engine. Das ist für Steve Cards. Für was? Egal. Multimeter. Was ist denn ein Fluid Transponder? Was hast denn du da gebaut? Das ist für die Pumpe. Für die Bombe? Pumpe. Für die Pumpe? Ja. Es gibt einfach irgendwas, was Florp heißt. Das Fluid Big... Was? Big Reactors... Cyanid Still. Was? Ah ja. Ist nämlich so, dass man es versteht. Lies dir durch, dann verstehst du es. Nee, danke. Was können wir da eigentlich nochmal Strongbox basteln? Eine Chest und Tin. Was ist eine fucking Strongbox? Das probieren wir jetzt noch aus. Danach können wir... Ja, ich mach den Rubber hier noch kurz. Da ist das Holz. Da ist Holz. Wo hast du die Workbench hin? Such sie. Hab ich schon. Nein, wir haben genau ein Stack und ein Rubber. Warum schlägst du mich? Mach schneller. Nein. War ich noch langsamer. Guck mal, wie die ausschaut. Mach Platz immer. Lol. Aber da kann ich trotzdem drauf zugreifen, oder? Ja, du auch nicht. Nö, jetzt nicht mehr. Ist ja geil. Ach, hier ist es mehr wie so eine Ender-Chest, dass andere Leute darauf nicht zugreifen können und sowas. Hä? Wie hast du das gerade gesichert? Ganze bei der Saturn Security, kann aber nur ich machen, weil ich der Owner von der Kiste bin. Stimmt. Das heißt, setz da mal was rein. Jetzt zum Beispiel machen wir Dschungelwort. So, siehst du? Jetzt. Ah. Zack. Stimmt, jetzt kann ich nicht mehr. Oh lol. Und bei Owner Only kannst dann du auch nur zum Beispiel leer. Oder? Kannst du? Nö. Warte mal, wenn ich auf Restricted gehe, müsste ich doch irgendwie hinzufügen können. Ja, das hab ich abgebaut. Gibst du wieder her? Ha, das hast du noch meine. Lol, die ist trotzdem deine. Ja, wahrscheinlich musst du selber bauen. Die baust du aus einer Kiste und einfach. Aber warum ist das... Ja, jetzt kann ich mir wieder zugreifen. Weil ich es aufgemacht habe. Nee, ich brauch's nicht. Machen wir nächstes Mal. Next, bauen wir jetzt noch schnell. So. Ich muss die bauen. Ich hol dir nur die Sachen. Du tust die dann das Tin einfach. Ja, was soll man sagen? Einfach unter die Ecken da anlegen, das Tin. Die Kiste in die Mitte. Ah. Yeah. Jetzt kannst du nicht zugreifen, oder? Warte, ich probier gleich. Nee, it's a private. Mach deine auch private. Das ist restricted. Ja. Aber da kann ich trotzdem nicht rein.
Ja, den Mary Strictly kann, glaube ich, nur bestimmte Leute drauf zugreifen. Ich habe ein Haar im Mund. Ja. Dann kann ich so und dann... Boah. So? Nein. Nee. Oha. Ja, wir sehen... Ich würde einfach sagen, dass wir jetzt hier eine Pause machen. Also hier mit diesem Teil würde ich sagen, haben wir viel geschafft für diese eine eine Stundenaufnahme. Eine Stunde, zwei Stunden. Eineinhalb. Eine Dreiviertel. Bin um kurz nach acht bin ich gekommen. Ein Viertel nach oder sowas. Ja. Ich glaube, wir kommen insgesamt auf eineinhalb Stunden, wenn wir die Ding noch mit abziehen. Ist eine Dreiviertelstunde. Jetzt. Yeah. Okay. Wir... Dann einmal. Toll. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns das nächste Mal, dann überlegen wir uns, aber vorher, was wir machen, ob wir jetzt noch hier bleiben oder dann irgendwo anders hinziehen oder keine Ahnung, ob wir dann Strip Mine gehen, das überlegen wir uns aber nächstes Mal vorher. Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. So, liebe Freunde, damit begrüßen wir euch zurück zu einer weiteren Aufnahme. Ticket! Zusammen mit Paddy hier. Hallo. Ja, ist in Ordnung. Was machst du da? Kiste plündern für Dinge ins Haus. Willst du wirklich das Haus jetzt machen? Ja. Okay, gut. Wir haben uns einen Plan gemacht. Paddy geht Haus bauen. Und ich geh meinen. Was? Wo eigentlich? Weiß ich nicht. Jeppe! Ist eigentlich Peridot besser als Eisen? Ja. Und Ruby? Auge. Ja. Und Saphir? Ruby ist besser wie Diamant, glaube ich. Was? Also das Schwert hier ist auf jeden Fall schon mal besser. Das Schwert hat 8 Attack Damage. Okay, warte. Dann hat er Durability von 500. Wollen wir jetzt eigentlich das Haus auf der Insel bauen oder wollen wir das woanders dahin bauen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich würde schon sagen, dass wir dann... Komm mal kurz hoch. Warte. Hm. Ah, Durability ist da. Was? Wo? Muss ich hinkommen? Dass wir das Haus dann auf jeden Fall da drüben hinbauen irgendwo. Ja, okay, ist in Ordnung. Dass ich mir dann noch eine schöne ebene Fläche oder sowas aussuche. Ja, aber ich würde jetzt nämlich nicht unbedingt sagen auf der Insel, was wir da letztes Mal ausgesucht haben. Ja. Aber stimmt, ich habe einen Waypoint mit toller Platz. kurze Frage, wie siehst du das überhaupt, dass die 500 Durability hat? Durability steht 212 von 500. Das habe ich jetzt Bei der Ruby. Ja. Beim Schwert. Ja, ich habe ja ein Ruby Sword. Ja, ich überlege mir gerade eine Ruby Pickaxe zu machen, deshalb. Na, ich mach halt einfach mal. Hä? Mach halt einfach mal. Okay. Wollen wir so ein bisschen ans Wasser das Haus bauen? Keine Ahnung. Sind so zwei Teiche. Oh, ich glaube hier nehmen wir wohl ein bisschen. Ja, doch. Das hier schaut gut aus. Ich habe aber keine Erde dabei. Na egal. Oh Gott, ist der Sound laut. Warum sagt die Person nichts mehr, die sich gemutet hat? Weil die komplett gemutet ist. Was? Was? Ich dachte, ich wollte sie jetzt unterhalten. Ja, weiß ich auch nicht. Kann ich was mich mal interessiert, was passiert, wenn ich Cobblestone in den Pulverizer tue? Schreibt ihr jetzt. Normalerweise vom rein theoretischen her müsst ihr entweder Gravier rausbekommen oder Sand. Sand. Ja. Aus Kappel. Ja. Okay. Wenn Cobblestone gesiebt wird. Was ist denn Sand? Sand? Sand ist ganz feiner Stein. Ja, okay. Mal Klugscheißer. Das ist nicht mit Klugscheißer, das ist logisches Denken. Ja, Klugscheißer. Oh Gott, halt die Fresse, Alter. Hä? Wer hat denn hier aus? Lol. Was ist? Ich habe mich gerade gefragt, wer hier... Oh Gott, stimmt ja, Lina kann mir ja gar nicht schreiben.
wenn ich Ruhe habe.